Schnauze. Ja, guten Nachmittag oder guten Abend, liebe Leute aus dem tristen Berlin. Also trist ist hier nicht nur das Wetter, sondern trist ist natürlich auch die Stimmung. Ich habe gestern länger mit einem Therapeuten gesprochen und der erzählte mir, dass die Therapiepraxen in Berlin und natürlich in der ganzen Republik völlig überlastet sind von Leuten, die Ängste haben, die Sorgen haben. Die wissen nicht mehr, wie es weitergeht wegen dieser ganzen Corona-Angelegenheit. Ich will mal vorausschicken, dass ich mich natürlich an die Corona-Regeln halte und auch nicht an eine Corona-Verschwörung glaube. Also ich trage eine Maske, ich halte Abstand, ich gehe nicht auf Partys, ich verreise nicht, sondern ich halte mich wirklich, soweit es geht, irgendwie zurück mit physischen Kontakten. Manchmal geht es natürlich nicht anders, im Geschäft nicht und in der Politik auch nicht, aber meistens tue ich das. Soweit, so gut. Aber was meine sonstige Akzeptanz für die Corona-Politik der Regierungen, ob es die Bundesregierung sind oder die Länderregierung, ist null. 0,0. Auf der Ebene der Bundesrepublik selber wird so getan, als ob wir 1870 vor Gründung des Deutschen Reiches leben und wir haben es mit einer Unmenge von Fürstentümern zu tun, die also nicht in der Lage sind, sich auf eine einheitliche Politik zu einigen. Und diese Politik führt zu also skurrilen Exzessen. Also Beherbergungsverbot in Brandenburg bedeutet für mich als Berliner, ich darf zwar nach Brandenburg fahren und an einer Hochzeit mit 100 Leuten teilnehmen, darf aber nicht dort übernachten. Das ist schizophren und skurril. Dann gab es in Berlin oder gibt es ein Nachtverbot für Kneipen, Bars und Clubs. Ab 23 Uhr wird geschlossen und wird kein Alkohol mehr ausgeschenkt. Das Berliner Verwaltungsgericht hat heute diese Maßnahme gekippt und die Bars dürfen wieder ab über 23 Uhr hinaus offen halten, aber kein Alkohol ausschenken. Das heißt, die Leute können da hingehen und gemeinsam Pfefferminztee trinken. Das ist schizophren und krank und hat mit einer einheitlichen Linie überhaupt nichts mehr zu tun. Das verunsichert die Menschen und es verunsichert sie völlig zu Recht. Wenn ich mir angucke, und ich tue das so wenig wie möglich, überhaupt noch, was die Corona-Situation ist, da heißt es an einem Tag, und wirklich an einem Tag, WHO sagt, Corona wird nicht durch glatte Flächen übertragen, sondern wird nur übertragen durch die Luft oder durch irgendwas anderes. Am nächsten Tag kommen australische Wissenschaftler und sagen, ganz, ganz schlimm, Corona wird auf glatten Flächen, hält sich bis zu 28 Tage. Was sollen die Menschen damit anfangen? Und warum ist das eigentlich so? Das ist so, weil das gesamte Gesundheitssystem und die ganzen Forschungsinstitute neoliberal durchseucht sind. Bei denen geht es nur darum, eine möglichst steile These zu schwingen, um dann aufgrund dieser steilen These weitere Forschungsgelder abzugreifen. Mit der Volksgesundheit, mit der Gesundheit der Leute hat das nichts zu tun. Und da kommen wir doch mal zu dieser berühmten App, die ich natürlich blöd, wie ich bin, sofort mir runtergeladen habe. Die Gesundheits-App, was haben die rumgetönt? Die Gesundheits-App hilft Leben retten, schützt und bewahrt die Leute vor ganz schlimmen Folgen. Und alle Menschen sollen sich diese Gesundheits-App runterladen. Und was ist das Ergebnis? Das Ding hat übrigens 60 Millionen gekostet. Die gleiche App mit viel mehr Funktionen in Irland hat 850.000 Euro gekostet. Also 60 Millionen. Was ist das Ergebnis? Die Gesundheitsämter abwinken und sagen, wir können das alles gar nicht mehr nachvollziehen. Also ein völlig sinnloses, dummes Produkt, was die Leute irgendwie in Sicherheit wiegt, aber was keine Sicherheit mit sich bringt. Also was soll man auf dieser Grundlage für eine Haltung einnehmen zu dieser ganzen Geschichte? Und meine Haltung ist, wie gesagt, die im persönlichen Bereich, ich halte mich an die Regeln, aber ansonsten können die mich alle mal ihren Maßnahmen. Ich gucke mir das nicht mehr an, die Akzeptanz ist null und ich bin gespannt, wie das alles weitergeht und wie viel Ängste und Sorgen und Nöte da noch produziert werden. Bis zum nächsten Mal und da werden wir dann sicherlich wieder über ernsthaftere Dinge reden als über dieses Politikergewäsch, was einem hier jeden Tag geboten wird. Und dann bis dahin, tschüss, ihr Lieben. Fritz Schnauze.